Mit gebrochenen Arm schaufeln. Kann zwar wieder bewegen, aber naja. Hattest du nicht einen Spruch? Entweder man macht es oder man lässt es. Was machst du da jetzt? Auf Kaufen klicken. Was kaufst du denn? Airbag. Für? Für den Garten hinten. Will ich drücken? Bist du irre? Jo Leute, was geht ab? Dieses Video wird jetzt über mehrere Monate gehen, also über 8 Wochen. Ich habe ja schon sehr oft gesagt in den Videos, dass hinten was Neues kommen wird. Filme einmal hier. Wir können aber gleich mal rumgehen und euch zeigen, was überhaupt alles ist. So auf dem Boden da, so auf dem Boden, so, zack, da, genau. Komm mit. Wir machen erstmal so eine kleine Tour hier durch. Zu dem ganzen Spot. Hier ist ja lange nichts irgendwie in den Videos passiert. Ja, wir können mal anfangen mit hier. Die Landung ist ein bisschen weggebrochen. Der Winter hat zugeschlagen. Die liegt jetzt hier ein bisschen unten. Die müssen wir wieder komplett aufschippen. Das wird eine Arbeit. Dann natürlich diese Leine hier, die kleine, die ist halt, ja, hier ein bisschen Lauf auf dem Boden. Ich habe übrigens einen Stock, weil einfach nur so, hier die Kurve und dann wie es hier weitergeht, das seht ihr auch dann, weil hier sind natürlich auch noch, dazu komme ich gleich, über den ganzen Kram da, der da steht, ja, das wird krank. Hier ist natürlich noch der Sprung von der Slopestyle-Landung zum Bremsen in den Wallride. Das Video habt ihr vielleicht auch schon gesehen, das Wallride-Video hier. Und da ist auch noch ein Sprung. Hier ist noch ein Sprung. Und da vorne ist noch eine Kurve. Halt alles zugewachsen, aber hier ist eine Landung. Dann hier in den Wallride, der komplett zugewachsen ist. Hier sind überall Dornen. Und jetzt kommen wir zum Teil. Und zwar habe ich ja schon, ich wiederhole mich öfters jetzt, weil dann viele Leute verstehen es einfach nicht. Nicht, dass wieder in den Kommentaren geschrieben wird, was meinst du? Ich habe schon sehr oft in Videos vorher gesagt. Sagt man das so? Ja, ne? Keiner. Ist auch egal. Ich habe schon sehr oft in Videos gesagt, dass hier was Neues hinkommen wird und wir haben lange darüber diskutiert, wo wir das hinstellen. Es gab mehrere Möglichkeiten, das hier hin zu machen, dahin zu machen oder dahin zu machen. Aber die beste Fläche ist diese Fläche hier. Ich habe schon angefangen. Ihr seht ja hier, komm mal mit. Vielleicht wird es für manche ein bisschen kompliziert, aber ich versuche das so gut es geht zu erklären. Hier ist ein Borderlock, führ mal hin, der ist ein bisschen kaputt und zugewachsen, also der ist durch. Das war der erste große Sprung, der hier stand. Das war der erste, der Table war der erste Sprung. Da war früher noch kleiner. Aber immer größere Gebäude sieht das so aus. Und das war dann der andere, der zweite Sprung. Einfach aus Paletten, hier eine Konstruktion. Komm mal mit. Sieht man das ja, ne? Hier alles festgeschraubt. Wie auch hier.
einfach zwei Paletten und ein paar Streben da unten, ein paar Steine und dann hält das Ganze. Hat für damalige Verhältnisse Spaß gemacht, aber das Ding ist ja auch nur Schrott. Es wird abgerissen. Und das ist die Landung von dem Boulder Lock. Ungefähr so 1,20 Meter der Abstand. Und jetzt haben wir haben schon was abgerissen. Komm mal mit. Komm mal. Kann nicht so laut, ich muss ein bisschen lauter reden, weil hier überall Baustellen sind. Da, hier, überall. Und da spielen welche Fußball, also nicht abdenken lassen. Hier ist die Landung, wie gerade schon gesagt. Hier war mal Rindenmulch drauf. Ist auch immer noch drauf, aber alles ein bisschen zugewachsen, wie man sieht. Und wir haben schon letztes Jahr angefangen, hier ein bisschen was platt zu machen. Beim Boulder Lock hier die Landung, hier war so eine Abfahrt. Genauso wie hier. Ihr müsst euch vorstellen, hier so eine kleine Fahrspur, so eine kleine Kuhle. Die war auch hier komplett. Bis hier unten hin. Die haben wir schon zugemacht. Hier war mal eine Doppelwelle. Habt ihr vielleicht in alten Videos auch schon gesehen. Die Doppelwelle haben wir schon abgerissen. Die liegt da drunter. Die Tailline habe ich letztes Jahr noch frei gemacht. Der ganze Haufen, also die ganze Grasnarbe, die liegt alles hier. Und jetzt kann ich das ja schon verraten, wir werden den Boulder Lock plus Landung, den kleinen Table, den großen Table, den kleinen Tricksprung und den, ja, Double, Tricktable, wie auch immer, und die beiden Kurven da hinten abreißen. Hier, nochmal. Die kleine Kurve und die große, hier einmal komplett. Es wird alles platt gemacht, dann müssen wir eine richtig gerade Fläche möglichst richtig gerade hinkriegen. Also eine Wasserwaage brauchen wir dafür, aber die hast du ja schon. Ne? Wird von ungefähr jetzt, pipapo ungefähr, von hier, also von hier bis hier, dann da geradeaus weiter. Ungefähr bis hierhin. Und bis hierhin. Aber ich war ja ungefähr jetzt, ne? Ungefähr die Größe so, von da bis da bis da, ja, ne? Noch weiter. Bevor ich keine. Ja, ungefähr jetzt, bevor bis ich irgendwie Scheiße laber. Das ja. Loch, bis da, wo dieses Loch ist. Ungefähr jetzt mal so. Kommt hier. Von den ganzen Sprüngen, die Landung, der kleine Table, der große. Der Minisprung, der Tricktable, die beiden Kurven, kommt hier ein riesengroßes Erdpodest, sagt man das so, hin. Da vorne. Was überhaupt weiß das, was ist das für ein Baum? Wie nennt man das? Ja, bin ich Gärtner? Ich nenne es Baum. Ich nenne es einfach jetzt Baum, egal. Komm mal mit. Also, das Skatepark da vorne wird mit dieser Line integriert. Also man kann von ganz vorne von den Statuen runter, da hoch und dann hier wieder runter. Dann kommt, die kommen auch weg, ne? Ja. Der Baum kommt weg, die sind eh alle schon tot, Film hoch. Der kommt weg. Dann werden wir das komplett wegreißen oder oben nee, absägen? Nee, der bleibt. Den einfach da ein bisschen wegsägen oder wie? Ja, kürzen. Okay, einfach ein bisschen kürzen, dann kommt hier eine Dimension größer, als wir es vorne sehen. Vorne ist es 3 Meter das Statum hoch. 3 Meter. Und hier wären es 5 Meter. Das wird komplett geisteskrank. Müsst ihr euch vorstellen, von der Tanne noch ein bisschen höher, 5 Meter runter. Ungefähr, ja, ne? Pieper. Die ist gut 5 Meter, ja. Ja, genau.
von da oben 5 Meter zum Startwurm runter. Das ist der erste kranke Punkt an der ganzen Sache hier. Runter, wenn wir jetzt hier so eine gerade Spur werden, kennt man ja, also Startwurm, dann eine gerade Spur halt und dann hier ein Absprung. Ungefähr jetzt hier so. Also ungefähr wo der Table steht, halt hier in der Höhe. Einen riesengroßen Absprung. 2 Meter hoch, ungefähr. Und dann kommt da. Sollen wir schon verraten? Sollen wir? Oder sollen wir, dass das ein laufendes Video ist, verraten? Ich will mir. Ja, machen wir einfach, oder? Ich meine, ihr habt ja eh schon am Titel gelesen, worum es hier überhaupt geht. Dann kommt dann genau da ein riesengroßes Airbag hin. Von Didi Airbags. Wir haben das schon. Haben wir es bestellt letzte Woche? Letzte Woche Dienstag, doch. Haben wir schon bestellt. Das dauert noch 8 Wochen. Das kommt von Amerika. Haben wir es bestellt. Dauert noch 8 Wochen, bis es ankommt. In den 8 Wochen müssen wir das alles fertig haben. Die Abfahrt und die Fläche. Und es wird noch ein riesiger Aufwand. Und auch immer noch, ich kann immer noch nicht fahren. Hier ist noch Verband. Dauert noch ungefähr 5 Wochen. Also wir haben echt knappe Zeit. Das wird so krank, Alter. Wir haben uns jetzt gerade verraten, was das wird, ne? Das wird übrigens ein Flat Airbag, also keine Landung, ein Flat Airbag, wo man seine Tricks sauber und sicher reinüben kann, so lange, bis man halt auf den richtigen Sprung geht. Ja, ist ja dann 10 Wochen zu spät, ne? Genau, hier hat man das auch gesehen. Ich habe hier richtig Glück gehabt. Ist immer noch Gips? Ja, ja, hier ist immer noch. Hab ich gerade gesehen. Hier, warte nochmal. Also der Gips ist ab, nur noch hier so ein Verband von hier bis hier. Dauert noch 5 Wochen und danach müssen wir uns hier ranhalten. Aber bevor wir es abreißen, muss ich noch einmal mit dem blauen Bike alle Sprünge fahren. Habe ich noch nie gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns in ein paar Wochen wieder im selben Video jetzt. Und dann fangen wir an, mit dem Fahrrad hier zu fahren und dann die Sprünge abzureißen. Wir sehen uns gleich. Das wird aber sportlich, ne? Ja. Bis dein Arm fertig ist. 5 Wochen. Und das alles noch. Ja, und dann ist das schon da und dann willst du es bauen. Das wird knapp. Ne, 8 Wochen dauert das. Ja, trotzdem wird das knapp. Ja, muss knapp sein. Das muss knapp sein. Wir sehen uns gleich wieder. So, 2 Wochen später, wir haben schon angefangen, haben wir noch nicht gefilmt, haben schon ein paar Balken geholt, Schraubenwinkel, hier schon mal für den Boden, seht ihr auch dann gleich, und dann haben wir hier schon markiert, wo der Startmoment kommt, der kommt genau hier hinter, bam, 5 Meter hoch. Hier wird die Fläche, dann hier die Abfahrt. Wir haben das hier schon alles frei gemacht, die ganzen Bäume weg. Kann man reinfilmen hier. Genau. Schnur durch, das ist die Schnur, wo wir durchfahren. Also die Abfahrt. Lichter schon mal. Und dann. Komm mal. Haben wir schon das Feld mit Seilen abgespannt. Genau auf dieser Fläche steht das Airbag. Das ist so groß. So groß. Sieht man das schon auf der Kamera, wie das rüberkommt, die Größe. Also hier kannst du. Wir haben jetzt aber was verändert. Es war ja geplant, alle Sprünge auf der Seite abzureißen. Aber wir reißen jetzt nur noch einen Sprung ab. Und zwar der hier. Der Borderlock plus Landung, kommt weg. Ihr seht ja hier, der Sprung ist ja eh schon in die Jahre gekommen. Komm mal her.
Man sieht ja auch schon hier, der hat seine besten Tage schon gesehen. Alle schon morsch. Und die Landung, ja, Rindmulch war hier, habe ich auch schon mal gezeigt. Rindmulch ist hier drauf, aber halt alles zugewachsen. Und die Landung kommt jetzt auf die Fläche drauf. Hier vor kommt der Absprung. Genau, also der Sprung wird abgerissen. Und der Cap-Table. Das sind die beiden Sprünge, die abgerissen werden, die anderen beiden. Der Table und der Trick-Table, die bleiben beide stehen. Das heißt, wenn hier das Airbag steht, kann man natürlich hier nicht lang fahren, aber wenn man das Airbag zu einer Seite zusammenklappt, nach da, dann kann man den fahren und das, ja, machen wir so. Das ist mein erster Sprung, genau, und halt den zu abreißen wäre halt, na, würde ich, ne, genau, die bleiben stehen. Wie gesagt, da muss man halt das Airbag einfach zusammenklappen nach da und dann kann man hier lang fahren. Der Sprung, wie ihr das gesehen habt, bleibt alles so, wird alles natürlich nochmal alles schön gemacht. Komm mal her, komm mal her. Also das bleibt alles so, wie es ist. Es wird hier alles natürlich, wie gesagt, neu gemacht. Also das bleibt hier alles, die andere Kurve, die hier hinten. Wird alles wieder frei gemacht. Aber die wird zugeschüttet, ne? Ja, ne? Ja, ja. Ich glaube schon. Die müssen wir wegmachen. Die machen wir weg, genau. Das ist der Stand der Dinge, was wir gemacht haben. Wir haben das jetzt alles nicht gefilmt, weil es war uns dann zu doof. Alles gefilmt, weil wir haben die ganzen Bäume da weggerissen, um da die Kamera einzustellen. Lassen wir. Genau. Wir werden aber noch vielleicht die Stäbe, also das Feld vielleicht noch ein bisschen verändern, hin und her schieben, mal gucken, wie wir es am Ende machen. Aber erstmal so, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir anfangen, vorne den Start umzubauen. Bis gleich. So, wir fangen jetzt, bevor wir den Turm anfangen zu bauen, tun wir jetzt noch ein bisschen schaufeln. Wir werden jetzt die ganze Erde. Warte mal. Wir werden jetzt die ganze Erde erstmal hier hin verteilen, weil wir brauchen eine extrem gerade Fläche. Also wir dürfen nicht steil schräg kommen, weil sonst kann sich das verrutschen und das ist nicht gut. So möglichst gerade müssen wir kommen und fangen wir mal an. Mit gebrochenen Arm schaufeln. Ich kann zwar wieder bewegen, aber naja. Hattest du nicht einen Spruch? Entweder man macht es oder man lässt es. So ist es. Naja. Siehst du auch staubtrocken, komm mal her. Also vor ein paar Wochen, nee, vor zwei Wochen war hier noch alles komplett matschig und jetzt geht das ja, guck. Sieht zwar immer noch matschig aus, aber es ist. Also man könnte hier drauf fahren. Es war noch minimal nass, aber schon perfekt. Kommt die ganze Erde erstmal hier schön überall hin. So, Bagger sind überbewertet. Wir haben noch nie mit dem Bagger hier gearbeitet. Noch nie. Alles, was ihr seht, ist alles mit einer Schaufel passiert. Ja. Brauchen noch gefühlt 3 Jahre,
bis die ganze Fläche hier. Auch wichtig, wenn ihr hier Erde drauf kippt, immer abtreten. Das ist ungefähr so die Form jetzt, damit die ganze Erde nicht hier immer wegkippt. Könnt ihr auch Stöcker reinschmeißen einfach und verbuddeln. Kurve. Die erste Kurve hier im Park. Ende gelernt. Jetzt sind wir hier im Wintergarten, wie man schon sieht. Ich war hier schon mal ein paar Videos und auch mein allererstes Video ist hier auch entstanden. Hier, wo ich gerade rübergesprungen bin, ist ein Borderlock, wie man unschön erkennen kann. Mit 9 Rindenmulch drauf, da vorne. Und, komm mal, die 2 Lines habe ich in den letzten Tagen neu aufgeschöpft. Den kleinen Sprung und das ist was komplett Neues, komm mal. Man konnte damals ganz normal rüberfahren und rüberspringen, aber jetzt habe ich den Absprung neu geshaped. Habe hier ein Loch gebuddelt, das wird aber zugemacht. Und hier ist eine Landung hingeschippt. Und die komplette Steilkurve und das ganze Geruckel weggemacht. Alles an den Seiten. Das ist neu, das wird aber zugemacht, das Loch. Digga! Warte. Jetzt hier im Dunkeln, weil wir wollen hingucken, wie das Licht aussieht.
Jetzt perfekt. Kommen natürlich noch überall an jeder Ecke hier Lichter hin, aber es wird so, dass wir was sehen können. Fahren, ne? Ganze Nacht durch. Film mal da raus. Alter, ist da ey, wie ein Horrorfilm, Alter. Das ist ein krasses Blog. Alter, was buddelst du hier? Du weißt doch, wo da ein Loch ist. Ja, wir läuft ein Loch rein. Alter. Du weißt ja, was hier ist. Dann steh ich so hoch an. 3 Meter tief. Ja, übertreib es nicht. Ah. Du brichst hier alle Gräben. Ach. Nur aufpassen, wo hier hingeht. Alter, mach doch nicht den, Alter. Digga.
Oh Bruder, ah, da kannst du nicht reingucken. Oh nee, ne. Muss ich auf meinen Arsch schwimmen. Junge. Und auch Ticken höher. Ich sag ja, das muss richtig. Wie hoch sind wir jetzt hier? 3 Meter. Und wie hoch willst du? 5 Meter. Das glaubt hier echt keiner. Also so hoch wie die Tanne jetzt hier, ne? Ich hab keinen Bock mehr auf diese Kinderkacke. Deswegen. Größer. 3 Meter schon hoch, aber 5er. Pass auf, du bist so hart an der Kante. Boah, Alter, hier den Dunkel hier hoch ist aber hier, wo die Linie ist? Da geht's runter. Also genau hier geht's runter. Das hier jetzt. Wo ist das? Hier. Was denn? Das ist ein Rad. Diese Schnur hier. Ins Airbag. Boom. Achso, da rein. In das Feld. Achso, das geht nicht. Moment. Hier. Gemessen 33 Meter von da hinten, von der Tanne bis hier hin. Joa, was meinst du, was kriegen wir für ein Tempo drauf? 40, 50 km/h? Mehr. 60. Wenn du von 5 Meter runterfährst. Mit Schule hast du es nicht, ne? Was? Aber mit den Todstürzen. Was war nochmal? Mit Schule hast du es nicht, aber mit den Todstürzen. Also kein Todstürzen. Ja, einmal ist ja. Drei Fehler ist vorbei, ne? Ist so, aber. Naja. Sieht auf der Kamera immer klein aus, ne? Aber wenn man in echt dann hier steht, ist dann halt. Ja. Ja, jetzt haben wir keine richtigen Zeugen hier, weil. Naja. Aber ihr kennt es auch von anderen Videos. Ihr seht einen Sprung, sieht voll klein aus, man steht davor und denkt, ja, okay, springe ich doch nicht. Naja. Dann kommen wir mal hier wieder runter. Komm, wir gehen auf den anderen nochmal drauf. Ja, ja. Wir sind gleich auf den anderen da hinten. Also auf dem Startpunkt. Vom Skatepark, aber erstmal gehen wir jetzt sicher runter, ohne uns die Knochen zu brechen. Weil hier runter fallen, das ja wäre nicht tot, aber na, ich kommt drauf an. Nee, komm, jetzt ich kenn dich doch jetzt schon. Krankenhaus. Ich kenn dich doch jetzt schon. Ja, ach du Scheiße, der Boden echt eine Wendeltreppe hoch. Oh nee, ne? Und jetzt weg. Oh. Wie hochgehen ist echt kein Spaß, Leute. Das ist echt. Oh. Oh, Bruder. Okay. Boah. Du siehst nicht die Treppenstufen, das ist das Ding. Oh. Bleib mal oben. Bin mal runter. Hallo! Das ist schon heftig, ne? Also wenn Zombies kommen, sind wir unsicher. Lass mal so sagen. Also die Leiter hat glaube ich 3,40. Weiß man noch 3,40 Meter die Leiter. Irgendwie so 3,40 Meter, 3,50 Meter hat die.
Das ist schon heftig. Nein, krall mal runter. Oh, Achtung. Oh, jojojojo. Zum anderen, ja. Zum anderen. Bei Dunkelheit sieht man die Höhe erst richtig. Das verfälscht, wenn du keine Schattenwürfe hast. Okay, wir haben hier die Platten, haben wir es erzählt, glaube ich nicht. Wir haben die Platten. Wir haben die Belagplatten runtergenommen. Die waren alle durch. Und ja. Außer Betrieb. Wir haben ja Muster alle. Neues. Neues Muster, Material. Mal wieder. Kleiner Teaser, komm mal her. Haben schon was in Probe. Neue Belagplatte mehr dazu. Seht ihr dann, wenn es soweit ist. Und nein, du brauchst jetzt. Ja. Die liegt hier schon seit ein paar Tagen, aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist, was, ne? Anbleiben. Hier war die auch untergerissen. Hier sieht man noch ein paar Reste, aber die machen wir dann erst weg. Also ne, hier ist alles nass, aber ich muss eingebrochen, deswegen, ja. Ich finde das ja mit Night Vision tausendmal geiler. Das sieht so heftig aus. Jetzt sieht man das eigentlich erst. Bei Tageslicht sieht man das nicht. Wie hoch das wirklich ist. Ja, wie wenn du hier runterfährst. Komm jetzt echt rüber. Ja. Hier, ich zeig dir das. Ja, jetzt sehe ich das. Warte mal. Ist auch ein ganz anderer Wind. Zeig mal. Das ist schon krank. Ja, jetzt sieht man das. Alter, film mal hier runter. Boah, Alter. Wenn du dich hier einmal verschätzt, ne? Dann, Ende Gedenken. Deswegen, wenn ihr sowas macht, Rampen fahren, muss ich jetzt gerade sagen mit meinem Armbruch, aber wenn ihr springt, dann zieht euch immer Schoner an. Vor allem die Rückenpanzer und Helm. Weil ohne das wäre, ne? Wie heißt der, der sich das Rückgrat komplett weggebrochen hat? Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, warte mal. War das weg, komplett durchgeflext? Oh, was ist jetzt los? Warte mal. Warte, was? Wie hieß der? Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Boah, jetzt ist meine Stimme los, Alter. Ah, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Immer schon anziehen, ne? Gibt es Tage, wo man sagt, ah nee, scheiß drauf. Aber hab ich auch gesagt, dann, ne. Du weißt, was ich meine, ne?
man sagt, ach, jetzt unnötig, passiert eh nichts, und genau dann passiert. Deswegen immer Schoner anziehen. Helm ist so wichtig, ne? Weil wenn man hier runterfährt, dann irgendwie, keine Ahnung, über dem Vorderrad auf dem Kopf landet. Was dann? Sag mal. In deinem Online-Shop. Was? Empfehlungsshop. Nein, ich meine, was ist dann? Kommt ihr nach Decathlon und da wird... Nein, nicht das. Dann völlig plemplem. Wenn du auf dem Kopf landest, vorbei. Ja, es reicht. Welche Höhe reicht schon, wenn es vorbei ist? Reicht schon einen Meter. Für den Kopf. Och, Bruder. Das reicht aus dem Bett fallen. Wirklich? Ja, sicher. Wenn du aus dem Bett fällst und mit dem Kopf aufschlägst, ist doch nichts, da wiegt 6 Kilo, der zerplatzt wie eine Melone. Ja. Das glauben die meisten ja gar nicht. Auf dem Skatepark will ich die kleiner sehen, wenn die fahren. Auch im Skatepark. Die verstehen das nicht. Die verstehen das nicht. Gerade die, weil der Kopf ja super weich ist. Je älter du wirst, desto härter wird ja der Kopf. Aber in deren Alter sind ja die ja. Man nennt sie ja Fortanellen, die sind ja noch so weich, die kannst du ja eindrücken. Ja. Und auch die Eltern verstehen das nicht, wenn dann die da wirklich ganz heftig die Rampen fahren. Und die bremsen ja nicht in der Luft. Ja. Die mähen die kleinen. Bremsen, da ist Ende. Du bist ja selber schon über den Lenker gegangen, weil du für so ein kleines Kind gebremst hast. Mit dem Fahrrad. Weißt du das noch? Ja, ich will niemanden umfahren, aber das. Ja, aber letztendlich sagst du, oh mein Gott, und zack, bist du über den Lenker gegangen. Und das Fahrrad war nagelneu, war gleich die erste Macke drin. Nur weil man den Eltern fünfmal gesagt hat, ey Leute, wenn ihr fahrt, gerade Linie, aber nicht quer. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Wo die fahren immer hin und her, kreuz und quer. Man fährt eigentlich immer so. Wenn man jetzt nach hinten will, fährt man entweder so raus oder man fährt in so ein, ja, wie soll ich sagen? In einer Linie. Ja, genau. Ja, das verstehen die nicht. Aber ach, kannst nichts dagegen machen, ne? Und die viele von euch haben ja keinen eigenen Skatepark im Garten, weil sie vielleicht auch gar keinen Garten besitzen und gar keine Nutzfläche haben. Bei uns kann hier keiner quer fahren, weil hier fährt kein anderer. Naja, außer wenn wir mal fahren, aber... Außer der Kameramann. Das ist auch hier, jetzt sind wir bei so einem Thema, wie schafft man sowas, ne? Da sind wir jetzt wieder bei so einem Thema, wie schafft man sowas. Ja, ach. Was meinst du genau? Ja, sowas. Bauen. Was für mich normal ist, aber für andere nicht. Du weißt, was ich meine. Das Thema hatten wir schon letztes Mal. Wie soll man das wieder erklären, kommt auch, ne? Kommen da auch Videos raus? Das Video, was wir gedreht haben und die hochgeladen haben. Kommt noch, ja. Real Talk Videos. Real Talk. Ja. Ja. Wir könnten jetzt auch im Dunkeln fahren, ne? Ja, theoretisch. Ja gut, wenn jetzt das neue Deck drauf ist. Ja, ich fahre jetzt hier runter. Wir sind ja schon im Dunkeln gefahren. Was stellen sich so viele Leute, wie schafft man sowas, ne? Aber wie soll man diese Frage beantworten? Bei den meisten scheitert es einfach daran, weil sie sagen, warum sollte ich da so viel Geld für investieren? Ja, stimmt, das stimmt auch. Ja? Und viele schreckt das bestimmt auch ab, dass wir jetzt dieses Deck das vierte Mal neu machen. Weil Qualität heutzutage... Ja, gut, aber... Na, hast du ja gesehen. Viermal. Dreimal, jetzt das vierte Mal. Ja. Also einmal wurden wir auf den Tisch gezogen, Größe gehen raus. Und flex mal raus, was jetzt wegen Krise, bei was liegst du, das Deck jetzt einmal neu machen, so? Nur so grob. Was meinst du jetzt mit? Wie viele Scheine? Also normalerweise sage ich sowas echt nicht, aber... So holztechnisch, nur Holztech, nur für das Deck einmal neu machen. Nur für die Belagplatten? Ja. Das sage ich nicht, nein. Ist so krass. Nein. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Und das ist ja das, wenn du dich schon nicht traust, das zu sagen. Hast du die heute an der Kasse gesehen? Wo die realisiert hast, dass du das kaufst? Das war ihr Monatsgehalt, ne? Ja, ohne Zahlen zu nennen. Das war ihr Monatslock, wenn es nicht über ihrem Monatsgehalt lag. Und das schreckt die meisten ab.
Einfach, weil du musst es ja am Stand halten, hinbauen. Ja, einmal hinsetzen, okay, aber du kannst nicht mit reinnehmen. Du musst halt immer hier, immer, es ist halt Holz, muss immer wieder ausbessern, hier, da. Wussten wir schon, wo wir in Skatehalle Osnabrück waren, wenn die Wasserschäden hatten, ne? Ständig haben die gesagt, müssen wir die Decks neu machen, weil das Wasser da durchgelaufen ist. Waren immer abgebildet. Vielleicht kennt ihr das, weiß nicht, vielleicht habt ihr auch irgendwo einen Skatepark in eurer Nähe, wo die vielleicht, wenn sie mal undichtes Dach haben und das was durchgelaufen, dass die sofort irgendwelche Bereiche sperren. Das haben wir hier irgendwie dauerhaft. Wenn es regnet, haben wir irgendwie, ja. Ja, ist halt. Ja. Aber das Unterdeck hat gut gehalten, ne? Das ist immer auch das Erste. Die Platten, die es in Amerika gibt, gibt es ja einfach nicht in Deutschland. Mhm. Kann man zwar bestellen, aber wer macht sowas? Willst du, ja, natürlich kann man das machen, die Platten von Amerika nach Deutschland importieren. Über dem Schiff, aber lohnt irgendwie nicht. Ja. Hab schon wieder viel zu viel gelabert. Ich weiß nicht, wo wir das reinschneiden werden, keine Ahnung. Was rätst du demjenigen, der das auch vorhat? Was, sowas? Ja. Wie meinst du das? Also immer, falls du fragst, wie meinst du das, weil ich seine Frage oft nicht checke. Soll der einfach machen und selbst wenn die Eltern Nein sagen, einfach dranbleiben, einfach sagen, ja, mach ich trotzdem? Ja, also... Klingt ja schwierig, ne? Schwierig. Aber ich habe ja auch Nein gesagt. Ja, am Anfang. Man sieht das. Ich habe gesagt, nein, das machst du garantiert nicht. Ja, aber das... Ja, so hat es gar nicht angefangen. Das ist jetzt aber auch wieder hier übertrieben gesagt, aber... Ja, aber fast. Ja, ich habe einfach angefangen. Ich habe ihnen das gesagt. Ich weiß noch ganz, ich stand vor der Haustür, vor der Treppe. Nein, nicht den Film. Nicht den Fehler machen. Ich stand vor der Haustür, an der Treppe. Er hat seinen Bulli ausgeräumt. Ich weiß noch ganz genau. Hatte den Plan in der Hand. Von hinten, wie das da aussehen soll, wie es halt jetzt aussieht. Und habe ihm das gezeigt, habe ihn gefragt, kann ich hinten ranbauen? Er so, nö. Dann glaube, das waren wie viele Tage? 3-4 Tage später, eine Woche später, keine Ahnung. Habe ich einfach den Spaten von hinten genommen und habe dann angefangen, die Rahmen zu bauen. Oder den ersten Table. Und dann ja, irgendwann. Hat er das dann halt gesehen? Wie fandst du es, wo du es gesehen hast? Das war zu spät, ne? Ja, und dann habe ich halt mehr gebaut, mehr und mehr und mehr. Hinten war dann irgendwann alles zugebaut. Ist da noch dein Kumpel fliegst nach dem Motto, Gott, ich gehe in Deckung, dein Alter kommt? Ja, der machte sich gleich vom Acker. Fluchtmöglichkeiten gefühlt keine. Nein, dann wurde das hinten halt alles vollgebaut. Ja, und dann irgendwann, keine Ahnung. Irgendwie hier angefangen. Ja, weil du für hinten einen Startturm brauchtest. Es sollte ein Startturm werden. Ja, um da hinten hinzukommen, weil du auf dem Rasen gebremst wurdest. Und was ist es geworden? Na, ja, das ist noch eine andere Geschichte. Das ist aber noch eine andere Geschichte, warum das überhaupt gebaut wurde. Soll ich dir auch erzählen? Ja. Ich habe dann ja auch irgendwann angefangen, YouTube-Videos zu drehen. Alter, also das eine Video gibt es glaube ich gar nicht mehr, habe ich offline genommen. Irgendwie war das, keine Ahnung. Da habe ich irgendwie angefangen YouTube zu drehen, auch am Kessel bringen, immer wieder. Dann irgendwann, ja, wie soll man das sagen, haben die Leute da einen halt erkannt, sagt man das so? Erstmal so, weiß nicht, so einer, dann mal zwei, dann mal drei, aber irgendwann wurden das schon so. Jetzt nicht übertrieben, aber es ist so, irgendwann wurden das so 10 Leute, die ihn erkannt haben. Und die, egal wo du im Kesselring warst, ob du auf der Box warst, ob du in der Halfpipe warst, ob du da, hier, irgendwo warst, die haben dich immer wieder verfolgt. Und dann irgendwann, ja, jetzt will ich sagen, das genervt hat, aber man will auch irgendwann mal seine Ruhe haben. Hört sich jetzt doof an, aber das ist auch wieder so ein Thema, was viele auch wieder nicht verstehen. Wo man einfach mal in Ruhe fahren möchte, ja. Ist so. Und dann haben wir halt irgendwann... Ja, hier angefangen, weil da zu fahren war halt. Natürlich war das möglich, aber halt dann mit Belastung.
hört sich jetzt doof an, aber so jetzt, wenn man das mal so hart auf hart sagt. Und dann haben wir halt hier angefangen zu bauen. Das ist ja unser Trainingsgelände jetzt hier, wo ich meine komplette Ruhe habe. Wo ich hier ganz in Ruhe jetzt Tricks üben kann. So. So, nächster Tag. Wir haben angefangen, ins Stadion zu bauen. Hier sieht man auch die ganzen Querverstrebungen hier drin rein. Winkel überall hier. Unten. Und das ist die Abfahrt, also der Winkel. Das wird natürlich noch 2 Meter höher gebaut. Das ist 5 Meter. Das sind 3 Meter. Nochmal 2 Meter oben drauf. Und dann. Wir sind gleich wieder, wenn wir weiterbauen. Ja, so, nächster Teil von dem Video jetzt, also was ihr gerade gesehen habt, nächster Tag, eine Woche später jetzt. Wir haben schon viel gemacht, komm mal mit. Darf ich mal gleich hin? Für die Lines hier, da hier natürlich eine Abfahrt hinkommt und dieses Podest, mussten wir hier einen Sprung hinbauen. Was heißt mussten, wollten wir. Einen Sprung hinbauen, man kann jetzt in die Table Line reinspringen. Da wird noch die Landung halt noch fertig gemacht und dann hier in die andere Line rein. Wir sind hier ein bisschen tiefer gegangen in die Erde und ein bisschen steiler und wir haben die Kurve verlängert. Die Kurve ging mal bis hier hin. Jetzt haben wir die hier noch ungefähr einen Meter länger gemacht. Die wird auch noch ein bisschen höher gemacht. Alles hier neu geshaped. Bis hier dahin müssen wir noch alles neu machen. Da ist noch alles noch zugewachsen. Aber jetzt kommen wir zu dem Film's auf dem Boden, ne? Perfekt. Jetzt nicht mal hier hin. Sieht man noch nicht, ne? Perfekt. Ja, wir haben hier, ihr wisst ja, Airbag da hinten und einen Startturm bauen, das wisst ihr ja, aber wie soll ich sagen, wir haben ein bisschen übertrieben. Film einfach mal hoch. War die 2 Etagen, die Etage von der Quarterpipe und dann nochmal die Höhe, wo du da oben startest. Und dann geht's hier runter. Fällt da mal hoch. Von der ganz oberen Plattform runter, eine Rundung und dann hier komplett ins Airbag rein. Okay, Spaß zur Seite. Ja. Sieht man hier überall diese ganzen Verbindungen, diese ganzen hier mit den Winkeln. Diese ganzen Querbalken hier. Hier sind noch die ganzen Werkzeuge drin. Die Kreissäge. Hier der, wie nennt man das? Kompressor, Luftkompressor. Teil. Keine Ahnung. Die Leiter. Wir bauen hier übrigens noch eine richtige Treppe hoch. Ist erstmal halt nur so, dass wir hier hochkommen. Kurz Unterbrechung, weiter geht's. Komm einfach mal hoch. Komm mal. Fäll mal hier so hin. Kennt ihr ja Quarterpipe, kennt ihr ja alle. Die ist halt ein bisschen, das wird alles nochmal neu gemacht. Darum geht es aber nicht. Es geht jetzt natürlich um diese ganze Thematik hier. 3 Meter in Höhe sind wir hier. Plattform 1.
Hier ist ja Abstellraum, Kammer, keine Ahnung, kann man sein Fahrrad hinstellen, weiß nicht. Und dann kommt hier, die Leiter hoch da, keine Ahnung, irgendwie. Hier kommt dann eine Treppe hoch. Alter, Alter, wenn du da jetzt runterfällst, ne, dann ist man wirklich tot, ne? Ja. Tot oder Krankenhaus im Koma oder keine Ahnung. Alter, das ist echt nicht witzig da oben. Was tust du mir an, Alter? Und dann die Abfahrt, die wird dir so. Eine Rundung und dann. Da so. Unten guckst du, das ist Rampe, habe ich gesagt. Das ist Rampe. Ja, wieder redet jetzt der Alter. Nein, also das haben also, wir, ne? Ja, da haben wir gedacht, das wäre die Rampe. Ah, klar. Reicht auf das Airbag. Ja, Airbag brauchst halt Schwung, ne? Oder 3 Meter bringt dir nichts. Ist so. Ah. Naja. Film mal von hier so, vielleicht sieht man das dann. Naja. Die hat es auch getan. Ja, klar. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wenn wir, was machen wir demnächst überhaupt? Die Abfahrt, ne? Eine schreckliches. Die Abfahrt bauen wir, naja. Wir sehen uns gleich bei der Abfahrt wieder. So, Startwurm steht und die Abfahrt. Von da oben. Hier runter. Von oben, mal von oben hochgehen, gucken. Geh mal von oben. Wir werden übrigens hier noch Falken runterhauen in den Boden. Genau die. Ich würde sagen, jetzt klettern wir mal nach oben. Wir haben das übrigens das ganze Teil mit 4 Leuten, ne? Spanngurten und das dann richtig hochgeschoben. Also ich bin platt für heute, aber. Ne? Halt mal leise fest. Wenn jetzt runterkracht, dann ist Ende. Ich bin natürlich noch ein Ticken höher hier werden, weil hier kommt noch eine Rundung drauf. Ja, das ist schon köstlich. Gehen wir da runter. Wird nur ein bisschen weggeschnitten von dem Baum. Der Turm wackelt noch ganz schön. Digga, ich muss hier runter, Alter. Wir wollen übrigens noch eine richtige Treppe hoch. Aber mit Leiter geht's auch erstmal. Irgendwann kommt hier eine richtige Treppe hoch von da.
ohne dass man sich hier fast hier den halben Hals bricht und hier runterfällt. Hier die Verschraubung. Schrauben hier und dann mit Muttern, aber zwei Muttern. Weiß ich jetzt sicher. Überall hier Winkel, überall. Kann man mal runtergehen, da ist auch noch mehr. Nochmal komplett verschraubt. Da kommt natürlich noch ein Balken hin, deswegen ist noch so eine Lücke. Hat sich ein bisschen verzogen, aber wird schon. Hier sind schon die Dinger, die hier reinkommen. Bam, auf beiden Seiten. Balken. Und da müssen noch die Querverstrebungen hier überall rein. Also hier, ne? Balken alle hier zwischen und dann die Belagplatten drauf und dann noch hier. Hier noch die Fläche und dann den Absprung noch bauen. Und hier noch alles umgraben. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir weiterbauen. Eigentlich diesen Scheiß beim Balken da drauf. Ist echt zum Kotzen. Ah. Noch Beton rein. Dann geht's ab. Sind die ersten Prototypen von den T-Shirts. Die ersten zwei. Hier das Logo, LBW-Logo. Hier das andere. Das sind erstmal nur Prototypen. Man sieht das auch hier, die Schrift ein bisschen reingeschissen. Das wird noch anders gemacht. Also auch mit den Farben. Und das wird noch größer gezogen. Bisschen zu klein, es wird noch, weiß nicht, ungefähr hier so.
Das ganze T-Shirt ist erstmal nur so zum Gucken. Ne? Und auch hier sieht man auch. Nicht sogar geworden. Und der eine oder andere fragt sich jetzt bestimmt, was meine ich mit Merchandising, was ich gerade angesprochen habe, mit dem Kasten hier. Ihr wisst ja, ich habe hier mein eigenes Logo, mein älteres Logo. Haben wir jetzt, was ihr vielleicht schon gesehen habt, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal klickt, aber das neue Logo, das haben wir überarbeitet. Wenn man es mal vergleicht, das alte und neue. Also altes Logo, neues Logo. Und wir haben schon seit ganz, ganz langer Zeit Sachen designt, was ihr noch gar nicht mitbekommen habt. Wir haben schon die ersten T-Shirts designt, das Ganze, das alles, was ihr seht, sind Prototypen. Die ersten T-Shirts schon designt. Eine brandneue Tasse und die sieht so aus. Sieht man jetzt hier, warte, hier steht mein Name. Ziemlich verrückt, ziemlich bunt. Hier Leon Ball schon, Bikes. Hier sind Rampen, also Skatepark. Das bin ich. Halt als ja, Comic Design. Ja. Hier der Skatepark. Können wir reinschreiben, was ihr von den Tassen haltet. Wie gesagt, es sind Prototypen. Die werden natürlich noch überarbeitet. Eventuell. Aber wenn ihr Bock darauf habt, wenn das so rauskommen soll, im neuen Online-Shop, wo nur mein Merch-Kram drin ist, dann schreibt mal in die Kommentare. Wie gesagt, wir haben schon einige neue Designs, wir haben T-Shirts, wir haben Hoodies, was haben wir noch, Tassen, Stickers und noch viel mehr Kram. Also wenn ihr darauf Bock habt, auf solche Tassen, dann lasst mich mal in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, das sind die ersten Prototyp-Dinger. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Ding gefällt. Ich kann mal zeigen, was hier. Das ist das erste mit meinem L-Logo, nur vorne, hinten ist nichts auf dem Rücken. Ja, also schon mal vom T-Shirt ist es geil, also ist nicht zu eng oder so, ist perfekt. Gucken wir, wie das jetzt von der Quali ist, wenn man das waschen tut, wie lange das hält, müssen wir das alles ausprobieren. Aber das ist so das erste Teil. Wie findet ihr das? Natürlich hier die Farben müssten da jetzt noch besser gemacht werden. Sieht man das überhaupt hier? Bisschen wurde da reingekackt. Ich zieh mal das andere an. Aber so wird das ungefähr rauskommen dann. Zieh mal das an. So, das zweite T-Shirt. Ihr kennt das vielleicht von der Tasse, das Design. Ich will natürlich nicht so T-Shirts geben. Warte. Sondern auch Hoodies, Stickers. Und auch ganz andere Sachen. Die Tassen auch. Halt alles nach und nach. Es wird noch Hoodies geben, andere T-Shirts in mehreren Farben. Nicht nur Hoodies, sondern auch Langarm-Shirts gibt es auch. Oder wird es auch noch geben. Das sind wir dran, das. Ne? Aber erst alles nach und nach. Also sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Kann man ganz grob so machen. Wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt weiter am Startturm. Mit der Abfahrt. So. Wir haben schon hier, ne, festgemacht, betoniert und haben schon angefangen, die Platten drauf zu legen. Kann man auch mal von mir kommen. Da geht's ein bisschen steil runter. Ja. Machen wir weiter, ne? Yeah.
des Tages jetzt. Ich bin am Ende. Vielleicht hat man es auch wieder gemerkt, weil ich etwas gelaunt war. Nein, naja, alles gut. Einfach nur anstrengend. Habt ihr gerade die ganzen T-Shirts gesehen und nächste Lieferung eingetroffen. Packen wir jetzt mal aus. Keine Ahnung, was jetzt drin ist. Gucken wir jetzt mal. Das hier. Als Hoodie Team Leon Balschen Bikes. Wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Quali auch geil, ne? Ich zieh das mal an. Sieht jetzt aus, wenn man das anhat. Wenn man das anhat, dann Baumwolle. Von vorne so. Von hinten so, warte. Oh! Wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir weiterbauen. So, ein paar Tage später jetzt. Ihr seht, es hat einiges getan. Die Leine ist wieder frei. Die war ja komplett zugewachsen. Die Landung ist wieder frei. Muss halt alles noch geschäft werden. Erstmal, dass die Grasnahme wieder ab ist. Landung ist frei, hier der komplette Boden. Komm mit. Die Kurve müssen wir auch neu shapen. Hier geht es aber noch ein bisschen tiefer in die Erde dann noch rein. Hier haben wir den Radius der Kurve verändert. Die ging ja früher hier lang. Aber da hier das Eilwerk steht, haben wir den Winkel jetzt verändert. Wir fahren nicht mehr hier lang. Hier ging ja früher hier. Susanne, wir sind hier rein jetzt. Wir fahren jetzt mehr hier lang, sondern da lang. Naja. Sieht man auch den Höhenunterschied. Das war hier vorher viel tiefer. Wir sind gerade dabei, das Ganze gerade zu machen. Von den ganzen Grasnarben, also alles, was wir da rausgebuddelt haben, liegt hier. Haben wir auch schon verteilt hier. Ja. Ich würde sagen, buddel mal weiter, ne? Und jetzt kommen wir zum Sprung, der leider weg muss. Hier der Borderlock. Das war früher der erste große Sprung, komm mal näher, den es hier gab. Erst gab es den Table hier und dann der. Aber der muss jetzt leider drauf gehen, weil wir brauchen hier die Fläche für den Absprung. Und die Landung ist auch im Weg, weil das Airbag steht hier auch quasi bis hierhin. Und deswegen muss der jetzt weichen, aber... Wir sind denn eh gar nicht mehr so oft gefahren, weil man sieht das auch, komm mal her. Der hat auch seinen Dienst getan, das Teil aus Paletten gebaut. Hier, man sieht das auch. Ich würde sagen, das Ding ist komplett durch. Man sieht, komm mal hier, auch durchgebrochen. Das Ding ist einfach einsturzgefährdet und muss jetzt weg. Hier auch die ganze Anfahrt ist komplett zugewachsen und ja, komm weg. Ich glaube, 1 Meter im Boden reingelassen. Irgendwie war das mal so. Haben wir dann hier richtig schön mit Stein hier festgemacht.
Das hat auf jeden Fall seinen Zweck getan, aber der muss jetzt weg, weil sie da auch hier noch einmal rüberspringen, dann ist Ende Gelände, ne? Ich glaube, der hält nicht mehr, naja. Den reißen wir jetzt ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir müssen hier beim Table hier noch ein Stück wegmachen. Also den so gerade abstechen. Und der Table kommt weg. Weil hier ist ja, hier geht es ja die Abfahrt. Deswegen kommt der hier auch weg. Fahren von da runter, die Abfahrt. Hier lang. Bam, bam, bam. Und dann kommt hier der Absprung hin. Deswegen Table, Borderlock und hier noch so ein kleines Stück. Muss alles weg. Machen wir jetzt. Trauer. Nein. Alles gut. Man muss die auch weiterentwickeln, ne? Und deswegen muss halt auch altes halt dann auch drauf gehen. Wir sind ja auch eh gar nicht mehr so richtig gefahren, von daher. Hier, da kann man noch richtig gut rüberfahren. Da bricht nichts, da wackelt nichts. Perfekt. Alter, das Ding ist so durch, Alter. Weil der hat auf jeden Fall gut gehalten, ne? Absolut nicht mehr erfahrbar gewesen. Hörst du das Knacken? Alter! Ja. Hier sieht man das auch. Einfach Holzbretter genommen, einfach verschraubt. Schnell und einfach. Warte. Alles Feuerholz jetzt hier. Den Boden gerade gemacht, Steine, Holzbalken. Dann haben wir das Teil einfach draufgestellt, ne? So habe ich früher meine Rampen gebaut. Alter. Guck mal hier. Boah. Das ist ja absolut durch. Guck dir den Stamm an. Oh, Alter. Die Steine können wir aber auch irgendwo wieder verwenden. Irgendwo kommen die wieder zum Einsatz. Aber erstmal hier richtig schön tief buddeln und die ganzen Steine alle rausholen. Aber ich mache erstmal hier. Guck dir mal den Stamm an, komm mal her. Das ist ja hier nur noch Erde, guck mal hier, wie der zerfällt. Alter. Holzspalten mit einer Schaufel. Boah. Diese Steine sind irgendwelche alten Mauerüberreste, ne? So, 5 Jahre später. Ding ist abgerissen. Der wird gleich auch noch abgerissen, die Landung auch. Hier eine richtig schön gerade Fläche machen. So. Und dann bauen wir den Absprung hin. Hier sind noch Steine drin.
Wir sind gerade dabei, nach dem Borderlock jetzt. Hier haben wir gerade abgerissen. Wir machen gerade die Rundung hier von der Abfahrt. Muss man mal hinfällen. Jetzt haben wir hier ein Holzbrett vorgeschraubt. Den Radius, wie wir den machen. So, Rundung wird gerade dabei auszuschneiden hier und ich bin gerade dabei hier hinten die Fläche hier zu machen und jetzt kommt der Table hier auch weg. Schau mal, ne? Also, Table fast weg, hier die Fläche ist auch fast gerade. Halt so einigermaßen gerade machen, da kommen eh noch Steine hin. So dass man hier schön hinbauen kann. Aber der Kameramann war gerade hier. Hat die Rundung gemacht. Und die ist jetzt perfekt. So, wir sind gerade dabei, hier die Querbalken reinzumachen, sind fast fertig. So, endlich, 10 Jahre später, die Abfahrt ist fertig. Mit nur noch die Belagplatten drauf, aber so steht das Ganze. So, ihr habt ja die ganzen Videos jetzt gesehen, die ganzen Teile vorher. Gerade ist es angekommen. Das brandneue Airbag. Didi Airbags, komm mal her, film mal hier gegen. Didi Airbags aus Kalifornien nach Bielefeld. Hat jetzt, wie viele Wochen gedauert? Einige Wochen auf jeden Fall. Man sieht hier die fette Holzkiste, hier ist der Lüfter drin. Und hier ist das Airbag. Wir müssen jetzt aber noch hinten, das Ganze noch den Absprung bauen und die Belagplatten drauf. Und dann bauen wir das Ding mal auf. Alter. Ich frage mich, wie wir das Ding nach hinten bekommen, ne? Und zwar, es gibt einfach mehrere Verpackungen. Eben, das Ding ist so eine scheiß Verpackung, für mich nicht. Ich wollte genau die hier. In schwarz und in weiß und es ist genau die. Kann man sich nicht aussuchen.
Das war einfach nur Glück. Und auch bei der Box gibt es auch verschiedene. Ich wollte genau die haben. Und ist einfach genau das hier, wie es hier steht. Wie man es aus den Videos kennt. Perfekt. Alter, guck dir das. Digga. Wir haben das Airbag jetzt von vorne hier reingefahren erstmal. Mit Rollbrettern. Und wir wissen noch nicht ganz, wie wir das Ding nach hinten bekommen. Wir haben da so ein paar Ideen, aber gucken wir mal. Auf jeden Fall, das Ding ist größer als in den Videos. Kommt das auch so rüber ungefähr, die Größe, wie das Video? Keine Ahnung, aber... Kindheitstraum einfach, so ein Teil. Das ist so krank, Alter, dass es jetzt einfach hier steht, Digga. Wie viele Jahre haben wir hier darauf gewartet? 3 Jahre ungefähr, Alter. Und jetzt stehen wir hier. Aber bevor wir es aufbauen, wie gesagt, müssen wir noch das Deck bauen und den Absprung. Und dann müssen wir gucken, wie wir dieses Teil, dieses schwere Teil, 200 Kilo nach hinten kriegen. Da steht 200 Kilo hier. Ja, das wird richtig schön. Das Teil geht ja noch. Hier ist übrigens der Lüfter drin, ob ich das schon erwähnt habe, keine Ahnung. Guck mal hier, das haben die richtig geil gemacht, Digga. Das sind die Details, Digga, die ich einfach mag, ne? Siehst du das, wie die das gemacht haben? Alter, diese Holzkiste ist so geil. Und das Teil ist schneller da gewesen, als wir gedacht hätten. Normalerweise hätte es noch 3 Wochen gedauert. Hätten wir jetzt gedacht. Aber heute hat der Herr einen Anruf bekommen, dass es halt schon ausgeliefert wird. Also wir wussten schon, dass es in Deutschland ist, aber wir dachten, das fängt noch beim Zoll fest, weil das ja so und so viele Tage da bleiben muss. Jetzt steht es aber schon hier, wir sind noch nicht fertig. Das müssen wir noch alles jetzt hier ganz schnell machen. Wie kriegen wir das Ding nach hinten, Alter? Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nach hinten, zeigen euch noch, was wir jetzt machen müssen. Bevor wir das Teil hinstellen. Ihr müsst bedenken, wir müssen über diese Terrasse kommen. Über die und dann auf die Wiese rüber. Hier runter, hier mit dem Airbag lang. Und dann die ganze Wiese runter bis nach hinten, Alter. Keine Ahnung, wie wir das machen. Und dann geht's von da hoch. Runter. Und jetzt kommt noch das, was wir noch bauen müssen. Hier kommen noch die Belagplatten drauf. Das ist ja schon alles fertig. Nur noch die Platten drauf. Aber wir müssen mal hier noch die Bahn weiterbauen. Bis hier hin. Und dann kommt hier noch der Absprung drauf. Das müssen wir noch machen. Und die Platten drauf, die Belagplatten. Und noch diese Landung wegreißen. Ihr wollt nicht wissen, was alles da drunter ist. Also wir haben da alles reingeschmissen, was wir gefunden haben. Und es wird bestimmt einen Tag dauern, bis das Ding müssen wir hier komplett verteilen auf die ganze Fläche. Wir haben hier ganz die letzten Monate hier geackert wie die Bekloppten. Hier alles gerade gemacht, weil wenn so ein Airbag steht, dürft ihr möglichst kein Gefälle haben, es muss richtig gerade sein. Und das Grundstück hat hier Gefälle nach da unten, also es geht so, sieht man ja auch. Aber ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Ich habe es noch nicht mit der Wasserwaage geguckt, wie das aussieht, aber Augenmaß, ne, regelt. Auf jeden Fall müssen wir hier noch Erde hin,
wenn die noch ein bisschen wegmachen, weil das steht bis hierhin. Und dann hier überall und das, ja. Das wird noch eine Arbeit hier. Ich würde sagen, die Landung. Und jetzt auch weg. Und dann noch, bevor wir hier vergessen, wenn die Fläche steht, kommen hier noch die Folien, ganz die Folien drauf. Damit das halt nicht auf dem Boden steht. Gegen spitze Sachen, Steine und Holzreste hier. Weil es nicht so gut, wenn man das kaputt geht. Weil ich gerade fast vergessen habe, wer die alten Videos kennt. Wir haben hier Rindenmulch drauf gemacht und das ist komplett zugewachsen. Ja, viel Spaß, ne? Das ist übrigens die erste Landung, erste große Landung nach dem Table hier. Also der zweite große Sprung. Ach du Kacke, ey. Ich will echt nicht wissen, was alles drunter ist, ne? Wir haben hier einfach alles reingeschmissen, was wir gefunden haben früher. Wie die Bekloppten, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also alles solche Holzreste, wie die da liegen, haben wir einfach alles reingeschmissen und Erde rüber und einfach gefahren, ne? Ich will nicht wissen, wie lange wir hier früher dran gebuddelt haben, ne? Ich weiß nur, dass es ein riesiger Aufwand war. Obwohl es eine relativ kleine Landung ist. Eieieiei. Es geht schon los. Na hier, guck mal. Hier sieht man schon die ersten Holzüberreste von irgendwelchen alten Balken. Da. Ein alter Stamm. Übelst morsch. Alter. Warte, ich grab den mal raus. Oh, hier. So sieht ein Stamm nach circa 5 Jahren aus, unter der Erde. Schon krass, ne? Wir haben schon das erste Element gefunden hier drin. Keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, das ist ein Stamm oder so. Oder ein Stein. Und auch, es ist ein Stamm. Und ich weiß auch sogar, welchen, den wir hier so quer reingebaut haben. Alten Erinnerungen gehen doch gerade noch hoch, Digga. Oh ja, der ist das. Boah, Alter. Einfach wie eine Mauerartig aufgebaut irgendwie. Damit es irgendwie halt nicht zusammensackt. Aber es hat ja gehalten, wie man sieht. Perfekt. Wie die Römer gebaut. Ziehen wir mal raus. Alter. Was ist das? Voll der Schimmel dran, Alter. Ja, das Ding tun wir auch irgendwie gleich noch verbuddeln. Aber tun wir es erstmal hier. Aber die Erde ist eigentlich locker hier unten, ne? Hier halt, oben ist halt nur hart, aber hier geht's. Wenn wir gerade schon auf dem Thema hier sind mit Buddeln und mit Erde und Schotter, hat jemand mal in die Kommentare geschrieben, warum
eher Schotter mag. Also so Schotterrampen. Irgendwie so, ganz keine Ahnung. Aber ich mag lieber Erdrampen, weil diese Schotter ist so, wie soll man sagen, es ist ja mit Erde gemischt, aber diese Schotter ist ja fast wie Beton. Wenn ich darauf aufs Maul legst, gar keinen Bock. Ich fühle Schotter einfach auch nicht, sage ich so, wie es ist. Hier kommt der nächste Stamm. Wie krass so ein Stamm aussieht, ne, wenn das, Digga. Auch ein Punkt für euch zu merken. Man lernt auch in den Jahren, wenn man so Rampen baut. Wenn ihr euch eine Schaufel hinlegt auf den Boden, legt sie niemals so hin. Boah, stellt euch mal vor, Szenario, ihr läuft, holt gerade eure Schaufel und macht den hier. Und dann ballert die gegen eure Fresse. Deswegen immer die Schaufel so hinlegen. Weil wenn ihr so kommt, passiert nichts. Niemals so rumlegen. Ne? Immer so rum. Sonst tut's weh. Die erste Schubkarre von 1000. Da wartet wieder ein kleiner Gegner auf mich hier. Ein verrotteter Stamm. Köstlich. Übrigens, alles, was ihr hier seht an Sprüngen, für mein. Haben wir nur mit Schaufeln gebaut, wir hatten nie einen Bagger. Gehen wir hier noch einen Stamm wieder, eieiei, was haben wir hier reingemacht, ey? Nur Stämme oder was? Das wird ja echt noch 7 Jahre dauern, ne, wenn man so weiter macht. Fühlt sich an wie Erde, ne? Voll krank. Digga, der ist voll krank, Digga. Guck mal hier. Wenn du mal so ein Holzstück verbuddelst, grab nach 5 Jahren mal aus, guck mal. So sieht das dann in etwa aus. Riesige Löcher gebuddelt, Digga. Die teilweise so tief waren, da hinten war ein richtig tiefes Loch, wo man mich gar nicht mehr gesehen hat. Und du fandest es nicht mal witzig, ne? Wir haben das einfach mit so Seitenwände abgestützt, wie man es hier sieht, damit keine Erde reinkommt. Auf gut Glück, dass ich zusammenfällt. Also, riesige tiefe Löcher bis zum Lehm, bis zum Kalk sind wir gegangen. Haben wir dann sowas aufgeschüttet. So gehen jetzt, Alter, ich würde das Ding hinten schleppen anmachen, ne? Ich sag so, wie es ist. Aber wir müssen hier erstmal noch das hier machen, aufräumen, das Teil da hinstellen, aufbauen und ah. Ich würde sagen, für heute ist hier für euch Schluss. Wir machen morgen weiter. Wenn ich damit langweilig mich jetzt das hier wegmache, weil ihr habt es ja schon gesehen, ein bisschen. Dann sehen wir uns gleich wieder, weil was auch immer wir machen. Vielleicht wieder an dieser Stelle morgen, keine Ahnung. Mal gucken. Aber ich buddel erstmal ein bisschen weiter, ne? Jetzt sind 2 Tage später. Gestern haben wir nichts gefilmt, weil der Herr hinter der Kamera lag. Schlag. Die Landung ist weg. Wie ihr stand, was ihr gesehen habt gerade. Jetzt nächster Teil hier weg. Die Fläche ist fast fertig. Wir müssen hier noch ein paar Ecken wieder wegmachen und da, aber
Das geht schnell. Und wir haben jetzt hier die geheimen Radien von Didi Airbags, die uns das zur Verfügung gestellt haben. 6 Feet Ramp. Hier sind die ganzen Maßen. Und die wird hier hingebaut. Da oben. Und übrigens die ganze Erde hier, war die ganze von der Landung, die ganzen Hölzer alle hier. So viel war gar nicht drin, wie ich gedacht habe. Dann habe ich hier, war ja die komplette Fahrspur von dem Table, habe ich hier überall angefüllt, die ganze Erde von der Landung. Hier auch richtig schön, füll mal hier. Hier richtig schön angefüllt, hier überall. Die Kurve hier auch, aber nur bis hierhin, weil hier kann man wieder reinfahren in die Kurve. Und den Rest dann hier hingeschifft. Erstmal. Weil man muss ja von den beiden Kurven hier irgendwie rüberfahren. Aber sobald es mal gekommen ist, haben wir hier eine schöne Fläche. Ja. Guck mal, hier müssen wir noch. Wir müssen hier noch so ein bisschen wegmachen. Und dann hier noch. Hier so ein Ticken weg und dann kommen hier die Folien drauf. Und dann ist er weg. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Rampe bauen. So, jetzt ein paar Wochen, fast einen Monat vergangen von dem letzten Clip, was ihr gesehen habt. Der Turm fertig, Belagplatte ist hier drauf. Haben wir hier das Deck gebaut und den Absprung. Hier, das ist der von Didi Airbags. 6 Feet Ramp haben wir hier, aber wir haben das Oberteil, was man da raufstecken kann, abgebaut. Kann man draufstecken, kann man abbauen. Wir haben es aber erstmal ohne gemacht, weil das erstmal von Anfang sicher war. Aber dann, wenn wir das hier halt sicher können, dann bauen wir das Teil wieder drauf. Kann man halt immer hin und her stecken und wir haben halt nur am Absprung und an der Abfahrt eine Belagplatte rangebaut, weil es gibt nichts mehr. Wenn muss man sich was bestellen, aber sonst gibt es nichts mehr. Wir haben alles gekauft, was es gab, deswegen hier auch USB. Ich meine, es funktioniert ja, aber halt für Langzeit ist es halt nicht so gut, aber es fährt wenigstens, ne? Aber dann, wenn es wieder irgendwann wieder Belagplatten gibt, kommen hier natürlich Belagplatten drauf von oben. Vom Turm bis hier zum Absprung. Wie immer wir es gemacht haben, auf Stein drauf gebaut das Ganze. Ja, der Schirm ist verstrebt und die ganzen Balken dazwischen und. Hier natürlich, falls man sich das nochmal anders überlegt, da runter zu fahren. Und jetzt haben wir hier so. Ja, was sind das für Dinger? So Holzspieße wahrscheinlich auch. So Spieße. Mit dem werden wir jetzt das Airbag befestigen im Boden. 2 Stück. Hier haben wir noch Folien, um das Airbag abzudecken. 2 Stück. Hier ist der Lüfter drin. Und jetzt machen wir das, worauf wir schon Monate drauf warten, Jahre drauf warten. Wir bauen jetzt das Airbag auf. Steine drin oder was?
Alter. Jetzt kommt das Air weg. Alter. Ich hab hier den Müll mit reingepackt. Guck mal hier, Alter, guck mal hier. Ja. Wie heftig, guck mal, Komm mal her. Muss mal für die Qualität jetzt hier, ne? Also wenn das nicht krank vernäht ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist ja total krank. So. Warte. Kann die Airbags draufgenommen. Wollen wir das jetzt machen? Ziehen. Ja, ja. Kippen, ne? Die Uhr nicht. Jetzt hinkippen und dann rollen. Boah. Ist das krank, Alter. Jo. Oder Lüfter, ist das hier der Lüfter? So rum, ja, nicht quer. Von der Breite. Weißt du, wo wir gefilmt haben? Ich hab gesagt, du, ich glaube, das geht bis da vorne hin. Ich hab da böse Blüte Vorahnung. Ich tu mal die Schubkarre kurz weg. Hier ist der Lüfter. Ist das Ding groß, Alter? Gut, Luft. Was ist denn das hier? Geschickt, was man nicht mitschicken darf, oder was, ey? Was ist denn das hier?
Oh, hier ist noch mehr drin. Guck mal, was hier noch drin ist. Einfach nur Folien. Flicken sind das. Ah. Flicken. Ah, ja, okay, das haben wir dann. Das ist halt, um den Lüfter irgendwie zu ölen oder keine Ahnung. Gucken wir dann. Aber jetzt. Ist hier noch irgendwas? Ja. Eine Bedienungsanleitung. Ja, hier sieht man, wie man das halt aufklappt und aufbaut und. Ja, genau. Also eine kleine Anleitung. Sah nicht so aus im Video. Nicht so groß. Hier kannst du ihn selber reinfassen. Kopf reinstecken muss. Also hier, warte mal. Filmst du? Ja, nee. Lass mal. Wir müssen aber noch ein Stück zurück, ne? Noch mehr. Nicht anheben. Hier ist so eine Klappe. Also nicht deinen Kopf reinstecken. Ja. Jetzt sind wir zubinden. Und jetzt als so ein Knoschleifer rein, so, weißt du, wie ich meine? Drück mal runter das Ding. Ja, ich würde sagen, machen wir einen Lüfter an, ne? Alle Flaps sind zu, um das Ganze aufzupumpen, sonst dauert das nämlich ewig. Also die Dinger, wo die Luft halt entweicht, auf der Seite und auf der Seite. Den magischen Knopf drücken. Alter, ist das groß, Digga. Einfach nur krank. Aber so laut ist er gar nicht, ne? Das geht nicht, der Lüfter ist jetzt nicht laut. Alter. Nice. Alter! Eine Frage! Wie hoch wird denn das jetzt? Den Abschwung haben wir richtige Höhe gebaut. Er wollte es kleiner machen, der Kameramann, ne? Aber er hat gesagt, nee, mach lieber ein bisschen höher. Okay.
mal wieder weggekippt. Nee, muss ich gerade wieder hinstellen. Ja. Wie hoch ist das? Das ist ja kleiner. Hey, guck mal, wie hoch das ist. Guck mal, Phil, war doch. Scheiße, ist das groß. Innerhalb von Sekunden, ne? Hier entweicht da die Luft, ne? Hier hat viel Luft rausgekommen. Mach mal ein bisschen auf. Alter, jetzt habe ich vielleicht besser verstehen, das Ding ist so groß. Wie weich das ist. Alter. Das sind übrigens, habe mich gerade verstanden, keine Ahnung, aber machen wir nochmal. Das sind die Flaps auf dieser Seite 2 oder auf der anderen Seite 2. Hier entweicht die Luft raus und man kann die halt weit aufmachen, dann ist das Airbag weich. Oder und wenn man die ganz so hat, ist das Airbag halt hart. Aber wir machen es jetzt so ein bisschen auf. Ja, so reicht das. Also halt, dass die Luft halt rausgeht, wenn man reinspringt. Und hier auch nochmal. Ja, so sieht das gut aus, ne? Muss halt nur weich sein, weil sonst der Tat ist halt nicht so gut, ne? Spring mal so rein. Muss ein bisschen näher ran. Alter, das ist mein Ding. Da war hier heute mal. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal fest auf den Boden und sehen wir uns gleich wieder. Ja. So, wir haben jetzt gerade eingestellt und geguckt, wie das alles so funktioniert. Habt ihr gerade alles gesehen? Das Teil ist größer, als wir gedacht haben. Und deswegen müssen wir jetzt hier noch ein bisschen was wegmachen. Ich habe schon angefangen, habe gedacht, das reicht. Aber scheinbar doch nicht.
Und dann müssen wir hier auch noch hier die kleine Ecke wegmachen. Und dann... Jetzt sieht das halt wieder kleiner aus, ne? Aber wenn das aufgebrüstet ist, ist so krank, Digga. Also. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in 7 Jahren wieder und dann machen wir gleich dann hoffentlich auch mal den Ersttestsprung. Mal gucken, was wir heute noch machen. Wir haben gerade eine kurze Pause gemacht. Und jetzt machen wir noch ein paar Sprünge. Ich würde sagen, System, einfach natürlich Stecker reinstecken, da ganz normal eine Steckdose oder halt Verlängerungskabel, wie auch immer, und dann. Das dauert jetzt ungefähr so 6-8 Minuten. Kommt drauf an immer. Ja. Wir machen jetzt alle Flaps erstmal für den Anfang zu und danach wieder auf, damit das schneller halt hochgeht. Komm. Ich war's. Erster Sprung. Bin vorher immer reingesprungen, um zu gucken, wie hart das ist. Jetzt ist es weich, jetzt perfekt. Durchziehen. Komm. Jetzt kriegen wir jetzt gut hoch. Braucht jemand einen Butler. Oh mein Gott. Ich nehme mich gleich an, okay, wenn ich oben bin. Wir bauen, wie gesagt, noch ein richtiges Treppenhaus hier hoch, aber erst dann, wenn es soweit ist. Alter, Scheiße. Alter, geht mir gerade die Pumpe, ey. Das ist, Alter, kannst du annehmen? Einfach alle gucken wir zu. Ne? Was, ne? Ja, perfekt. Dann können wir alles gerade rein. Digga, ich hab so Schiss, dass ich nach hinten flieg. Ist das zu nah oder zu weit weg? Keine Ahnung. Manche bist du schnell. Er hätte mir das eine Stufe dran gebaut, das wäre so einfacher. Boah, ich bin mir so unsicher, Digga. Manche bist du schnell. Ja, was denkst du denn? Ja gut, du hast ja noch genug Auslauffläche. Ja, da kann ich auch bremsen, ne, klar. Und schmeißen doch weg den Scooter, wenn du merkst das. Ja, will ich ja, aber ich meine ja, ob ich nach hinten durchfliege. Na, Quatsch. Nein. Never. Niemals? Niemals. Scheiße, Alter. Niemals. Wenn du da unten allein kriegst, wenn du da hochgehst, kriegst du so viel Schwung weg.
weil das ja viel steiler ist. Wie da unten die Runde. Ah! Ey, ich hab so Schiss, ne? Alter, Junge. Da kennst du nur den Sprung zu springen. Das ist so scheiße, das Gefühl vorher. Ah! Obwohl das ein Airbag ist. So, aber trotzdem. Landest doch eh im Airbag. Hinterm Airbag gleich. Na. Nein? Quatsch. Wirklich nicht? Nein. Wenn du merkst, dass du zu weit fliegst, dann stößt du einfach weg. Und lässt dich auf den Rücken fallen. Dazwischen kannst du nicht fallen. Ja, ach was. Das ist nahe genug dran. Mein, das ist, was im Bauerkopf jetzt drin ist, ob ich nach hinten durchfliege. Hinterm Airbag lande. Nein. Niemals. Nein, Quatsch. Tust du nicht. Du kannst das. Komm, mach einfach. Ich hasse das. Ich hasse das. War genau das da vorne auch immer. Da hinten, Digga. Ist auch unten. Ja, hast du da auch gemacht. Ja. Aber jetzt sag mal wieder, das ist was anderes, obwohl das hier einfacher ist. So vom... Alle Schimpfwörter erstmal hier rauspiepen. Du musst nur zwischen den Ästen herfahren. Nicht mal geschnitten die Äste, ne? Auch geil. Oh, ich hasse das so sehr, ne? Glaub ich, dass du da, du kriegst nicht die große Geschwindigkeit hier drauf. Glaub ich nicht. Ich hasse das. Das ist so zum Kotzen. Weißt du nicht? Ja, Digga. Ich hab so Schiss, dass ich hinterm Airbag lande, obwohl das so groß ist. Man, du denkst das auch, ne? Weil du denkst, du fliegst jetzt 10 Meter nach hinten. Nein. Alter, das ist der falsche Bikes. Warum? Ja, Mann. Einfach nicht mehr witzig, Alter. Das ist einfach nur noch krank. Bereit? Ja. So. Sagen, das war's von diesem Video.
von diesem stundenlangen Video. Wie lang ging es jetzt? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir hier mal mehr Action machen. Bis dann, haut rein. Bis zum nächsten Video. Peace.